Larian Studios, DTP Entertainment AG, Speedtree, powered by Gamebryo. Divinity 2, Echo Draconis, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich bin eine Tasse TLP und wie versprochen hier das Let's Play zu Divinity 2, Echo Draconis. Nicht erschrecken, wenn es hier manchmal ein bisschen quietscht. Es ist mein billiger Stuhl. Neues Spiel, gehe ich mal. Sobald ihr den Drachenstein gefunden habt, könnt ihr euch damit ohne Zeitverlust zum Drachenturm begeben. So. Euer Bezauberer verbessert eure Ausrüstung, indem ihr ihre magischen Eigenschaften erhöht. Erweitert eure Werkstatt, ja. Zwischensequenz. Tja, das war bitter. Und ja, Geschlecht, männlich natürlich, Gesicht, ja, so sehe ich privat aus. Nein, tue ich nicht. Ja, das sieht doch eher wild aus. Frisur, ne? Na, schon besser. Die hier sieht doch am geilsten aus, so ähnlich sieht meine Stimme. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Spüre meinen Zorn. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Das klingt doch gut. Mein Name. Da muss ich aber lange überlegen. Eine. Irgendetwas habe Tasse. Ich ausgelöst. TLP. Aber was? Spüre meinen Zorn. Und los geht's. Ja, natürlich. Wir sind da, Leuchtenfeld. Der Ort, an dem unsere Lehrlinge richtige Drachentöter werden. Und heute wird diese Ehre euch zuteil. Na dann. Auswählen. Wie lauten, was genau wird, kommt denn nicht mehr? Wie lauten meine Anweisungen? Ganz einfach. Geht zu den Frauen und Männern, die hier leben, und profitiert von ihrem Wissen. Und klar. Das klingt vielleicht etwas vage, aber keines. Auch wenn ich gerne wieder in das Dorf zurückkehren würde, so ist es mir dennoch untersagt. Oh. Nur einmal im Leben darf ein Drachentöter es betreten. Als Lehrling. Es wäre sowieso unbedacht, euch zu begleiten. Was genau wird mich dort... Ja, hör mal auf, mich voll zu labern, Mann. Was genau wird mich dort erwarten? Das müsst ihr selbst herausfinden. Habt keine Bedenken. Euch wird nichts geschehen. Ja, das sagen sie immer. Das ist ein großer Schritt im Leben jedes Drachentöters. Aber nur wenigen erging es dabei nicht gut. Wenn wir uns wiedersehen, bin ich endlich ein echter Drachentöter? Ganz, nein. Nach der Initiation kehren wir nach Flussheim zurück, wo das Ritual zum Abschluss kommen wird. Sehr interessant. Aber darüber sprechen wir im Zeppelin, wenn wir zurückfliegen. Ja. Bis später, Kommandantin. Beende. Ja. Ich kann die Kamera bewegen. Oh, hier kann ich schlagen. Mit oben oder unten, links, rechts. Da, nimm das. Weil ich kann ja sogar springen. Bam. Da guckt ihr, ne? Ja, das habe ich gerade herausgefunden.
Was genau muss ich hier machen? Naja, komme ich nicht weiter. Hier kommen wieder alte Erinnerungen hoch. In der Tat. Damals als Lehrling war ich beim Verlassen des Zeppelins so aufgeregt, dass mir schlecht wurde. Mir ging's. Was macht ihr hier? Die Leute, die ihr treffen sollt, sind im Dorf hinter der Mauer. Ah, mit Linksklick kann man reden mit den Leuten. So. Ich kann verstehen, warum ihr mit mir reden wollt. Aber ich kann euch nicht mehr verraten, als das war. Ja, man sieht sich. Viel Glück im Dorf. Der Zeppelin ist stolz, wenn ihr zurückkommt. Einfallsreich, was der mir da sagt. Was, du? Hier. Soll das ein Hase sein? Und getöteten 1 EP. Woo. Ja. Sorry Leute, dass ich ein bisschen verplant bin, aber so bin ich halt. Ja, noch ein Kaninchen getötet. Du auch noch? Bats. Scheiße, lebt noch. Ja, hier. Wow. Damn. Der Lehrling ist eingetroffen. Ich heiße euch in Leuchtenfeld herzlich willkommen. Leuchtenfeld. Ich danke euch fürs Freundlichen. Danke für eure Nachsicht. Die meisten Drachentöter lassen sich ungern einen Lehrling nennen. Wie unangemessen euch doch das Wort Lehrling erscheinen mag für jemanden, der seit dem zarten Alter von 10 Jahren zu einem Elitekrieger erzogen wird. Ich bin keine 10. Aber keine Sorge, ihr werdet den Titel des Drachentöters früh genug tragen. Was muss ich tun? Ah, ich nehme an, Kommandantin Rhoda hat sich über eure Aufgabe ausgeschwiegen. Und auch ich kann nicht viel mehr erzählen. Fortfahren. Es gibt nur eins hinzuzufügen. Morgana erwartet euch am Wasserfall. Findet sie und ihr werdet den Grund eures Aufenthalts erfahren. Guten Tag noch. Jesus in der Haus. Hier ist ein grüner Punkt. Ah, ist nur unwichtiger Nebencharakter. Wenigstens eine Minimap gibt's, das gefällt mir. Die Grafik ist nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber sonst ganz nett. Tag, nicht wahr? Die Aussicht aus dem Zeppelin muss atemberaubend sein. Wo ist ja ein Zeppelin? Stirb, du Schwein! Jetzt verreckt's nicht, ey. Und ihr hört ja dauernd mein Mausklicken, gell? Also auch wenn ich so aggressiv rumklicke. Was höre ich da? Das Geräusch eines frisch gefüllten Geldbeutels. Lasst uns handeln, Drachentöter. Ich muss Vielleicht los. Vielleicht ein andermal. Alle hier zu aufgedreht. Was erwarten die von mir? Ah, das sieht doch ganz verdächtig nach Wasserfall aus. Lauf, Forest. Lauf. Ja, nein, doch. Eine Kombination dieses Gebräus mit den Kräuterauszügen von letzter Nacht könnte eine Implosion zur Folge haben. Ja, hör doch auf. Trotzdem versuchen? Ihr seid manchmal wirklich verantwortungslos. Sprich sie mit sich selbst? Was sagt ihr so einfach? Ihr könnt ja nicht ein zweites Mal sterben. Ja, sorry. Schön euch zu sehen, Lehrling. Ich bin Morgana, die Erzmagierin von Leuchtenfeld. Entschuldigt meine Frage, habt ihr gerade mit euch selbst geredet? Nein, natürlich nicht. Nein. Ich habe mit Toral gesprochen, dem Geist eines schon vor langer Zeit verschiedenen Magiers. Ja, ganz sicher. Kein Grund, mich krumm anzusehen. Bald werdet ihr ihn selbst zu Gesicht bekommen. Aber nun zu dem Grund, warum ihr hier seid. Das Ritual, das aus euch einen richtigen Drachentöter machen wird. Man stinkt wie die... Oh nein, die Bazin. Drachentöter zu sein bedeutet, den Drachen zwar zu hassen, ihn aber auch zu verstehen. Ja. Kein anderer Orden in Rivellon nimmt das alte militärische Sprichwort "Kenne deinen Feind" so ernst wie die Akademie. Alles ein bisschen Psycho. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich euch die Erinnerungen der Drachen übertragen. Danach werdet ihr ihre Sprache, ihre Beweggründe, ihre Stärken und ihre Schwächen kennen. Na dann. In euren Augen wird ein silberner Schimmer entstehen, das Merkmal der Drachentöter, wodurch es euch möglich sein wird, den Geistverstorbenen zu sehen. Oder hat? Das Ritual hat einen Nebeneffekt, der jedoch leider nicht zu vermeiden ist. Ja, erzählt mir ein bisschen mehr. Die Seite der Medaille ist, dass der Zauber ursprünglich nicht für das Gehirn eines Menschen gedacht war. Wuff, wuff. Und damit der menschliche Verstand den Zauber erfassen kann, werdet ihr das Wissen all eurer Jahre auf der Akademie verlieren. Ja, das ist nicht schlimm. Mir ist klar, dass das nicht erfreulich ist. Ein Drachentöter braucht jedoch diese Erinnerungen, um seine Pflicht zu erfüllen.
Der einzige Trost ist, dass eure Fähigkeiten diese wackeligen Figuren dauernd so rum und ihr sie dadurch ziemlich schnell wiedererlangen könnt. Drachentöter zu werden ist ein unangenehmer Prozess, aber ihr könnt dadurch einer der größten Helden von Revelon werden. Ich bin bereit. Dann seid bereit, ein Drachentöter zu werden. Hab ich gerade gesagt. Unspektakulär. Der hat aber nicht ins Gesicht geguckt, der Böse. Und das war's. Vielleicht fühlt ihr euch für eine Weile etwas benommen oder desorientiert. Desorientiert? Die Reise beginnt von vorne. Euer Lebensweg ist ein leeres Buch, das nun mit Erzählungen und Abenteuern gefüllt werden kann. Bevor ihr jedoch diesen Ort verlasst, um eure Drachensuche anzutreten, solltet ihr mit den hier ansässigen Veteranen sprechen. Alberic, Aravir und Gawain wissen mehr über ihren Beruf als jeder andere, den ihr wahrscheinlich treffen werdet. Und nicht zu vergessen Isobel. Die Fähigkeit, die ihr von ihr erhalten werdet, ist neben den Erinnerungen der Drachen die bedeutsamste Gabe, die euch im Leuchtenfeld zuteil werden kann. Ja, lebt wohl. Der göttliche Segen. Die letzte Komponente für die Leuchtkraft entzieht sich noch meines Wissens. Vielleicht sollten wir ein paar Glühwürmchen dazu tun. Das würde das Problem mit der Leuchtkraft... Was ist los? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Was für ein flacher Witz. Ah, das ist wahrer gespenstischer Humor. Darf ich vorstellen? Thoral. Erfreut. So förmlich, aber dennoch entspannt. Die meisten sind starr vor Schreck, wenn sie das erste Mal einen Geist sehen. Wir sehen uns. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Da ist ein Kopf im Bauch. Boah. Und weg hier. Ne? Automatisches Speichern. Einen Moment. Weltkarte. Tanken lesen. Links und dann so. Ha, ich werde das eh nicht finden. Aber erstmal nach links. So viel habe ich mir merken können. Und da ich eine Statistik von meinem YouTube-Kanal gesehen habe, sind ja die meisten meiner Zuschauer über 15. Also das hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, weil... Lucia habt ihr Morgana getroffen. Das heißt, wir können weitermachen. Tut mir einen Gefallen und denkt an etwas. Egal was. Aber sprecht es nicht laut aus. Also jetzt wird's ein bisschen pervers hier. Und bevor wir über diese bösen Gedanken nachdenken, denke ich, mache ich mal kurz einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.